bei der dritten Option des Coups, des ersten Coups. Ja, die dritte Option ist dann, denke ich mal, gucken wir uns mal die Pink Villa an. Das sieht Transvestitenclub seit 1748. Ja. Mal sehen, wie reich die Transvestiten in den 50er Jahren waren. Putzfrau in Klammern oder Mann kommt. Geil. Ja, Putzfrau oder Mann geht. Ach, geil. Eieiei, da kann man sich schon totlachen. Ja, ich hab den Seniorenheim jetzt absichtlich nicht genommen. Das mache ich nämlich sehr ungern. Vereinslokal wird eröffnet. Weil da gibt es diesen zufälligen Karatekämpfer Mitgliedertreffen ein. Und den mag ich nicht so, den kann man nicht einkalkulieren und so weiter. Das werdet ihr aber dann sehen im nächsten Video, da werde ich euch das vorstellen. Kommen und gehen der Mitglieder. Kommen und dann gehen wahrscheinlich. Ja, was macht man eigentlich im Transvestitenclub? Tauscht man da so Geheimnisse aus, wie man sich besser schminkt, damit das besser wirkt? Oder ist das mehr eine Art Swingerclub und so? Ja, ich glaube, da müssen wir uns unbedingt mal... Oh, Inspektor von Scotland Yard trifft ein. Aha. Da müssen wir uns wohl mal begoogeln, was so eigentlich wofür so ein Club von der Transvestiten sein kann. Dame ähnlich Inspektor verlässt Lokal. Ach, wie geil. Hammer, Hammer. Letzte Mitglieder verlassen Lokal. Ja, wer meine anderen Let's Plays kennt, ist wieder soweit. Ich koche mir wieder nebenbei Tee. Weil ohne Tee kann ich nicht spielen, wie ihr sicher aus meinen anderen Let's Plays von denen, die kennen, der wisst. Ich trinke immer mindestens 10 Liter Tee beim Let's Playen. Polizeistreife fährt vorbei. Na, die könnten doch auch darin. Naja. Tja, so schnell können 24 Stunden vergehen. Das kennen wir ja. Das ist auch immer derselbe. So, der geschätzte Wert sind 430. Hund, naja, so reich sind die dann wohl doch nicht. Auffälligkeit 100%. Hm, maximaler Räuchpegel 86. Ist egal. Wir da gehen wir doch mal rein, da. Ah, ist geschlossen. Wir können ja wenigstens mal Mitglied werden da oder so. Ist immer noch geschlossen. So, jetzt sieht der erstmal aha aus. So, gibt's Wächter? Nee. Hier scheint es keinen Wächter zu geben. So, da haben wir ein Fenster. So, ist Wurst. Genau ansehen den Sessel, beinhaltet nichts. Ein Wertschrank. Aha. Ein Bild, kann man das nehmen? Nee, doch. Das Bild ist was wert. Müssen wir so merken, da oben ist ein Bild. Da ist ein Gemälde? Aha. Ein Spiegel. Wertlos. Spiegel wertlos. Tisch, Tisch, Tisch. Sessel ist nichts. Tisch. Wertschrank nochmal. Oh, wahnsinnig. 13 drin. Ein WC beinhaltet nichts. Hat also einer gespült. Kühlschrank, ein bisschen Delikatessen. Schrank, aha, ein Sofa. Sofa. Eine Treppe, aha. Aha, aha, aha. Da jetzt also nach oben noch. Holztür ist klar. Gucken wir mal, können wir hier. Ah, gehe in den ersten Stock. Oben können wir also auch noch weiter so umsehen. WC ist klar, das ist nicht. Eine Badewanne hat wahrscheinlich auch eine Schnee. Lauter Holztüren zum Aufknacken. Oh, das wird ja lange dauern, wenn man das hier ordentlich machen will. Ein Kamin ist auch nicht wert. Okay, Bücherregal ist nicht wertvoll drinne. Ein Kasten. Billardtisch können wir ohne klauen, das ist so schwer. Schreibtisch.
Erdschrank. Eigentlich muss ich mir das ausdrucken, die Karten, ne? Damit ich das hier ordentlich, ja? Das ist es. Damit ich das ordentlich machen kann. Nächster Gegenstand, Kasten. Spiegel ist nichts, das ist nichts, das dürfte nicht gewesen sein. Okay, na, dann werden wir mal da einbrechen. Zwei Etagen, naja, das ist ja, ich sag mal, ist eigentlich relativ anspruchsvoll, wenn ich mir das so überlege. Hätte ich das ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir müssen ins Hotel zum Plan. Fahrer ist klar, Justin White. Wir sind immer noch beim ersten Coup, nicht vergessen. Ich habe hier nichts weitergespielt. Das ist immer nur geladen und dann probieren wir, ob ein anderes Gebäude besser wird. So, ich fange jetzt an, den Plan auszuarbeiten. Werde es kurz schneiden, weil ich mir... Hau ab hier. Wenn ich den Kiosk überfallen. Zielgebäude. Wir wollten die Pink Villa überfallen. So war das nämlich. So, Plan ausarbeiten. Ich muss mal ganz kurz zu meinem Wasserkocher. Bin hier am Einbrechen oder auch nicht, besser gesagt. Pass mal auf die Tür, also das ist auf jeden Fall in der Diskettenversion hier verbuggt, das Ding. Ihr könnt die Tür öffnen. Mit dem Brecheisen, aber es, ich hab's lange genug versucht, hier ist stecken bleiben. Und wenn er zurückgeht, kommt er nicht mal mehr so ran an die Tür. Ich hab's mit, versucht mit der Axt aufzuhaken, ich hab's versucht mit Justin White durchzuziehen und so weiter. Vielleicht wurde bei der Profi-Disc gehoben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei der normalen Diskettenversion, die ich hier spiele, ist es nicht möglich, durch diese Tür durchzulaufen. Ich hab's jetzt 10 Minuten versucht. Bin immer noch am Versuchen, wie ihr seht. Geht nicht. Durch die Fenster kommen wir auch nicht durch, weil wir keine Strickleiter haben. Also kann man das erstmal Trost abschreiben, dass das als erster Coup zumindest mit der Version 1.0 nicht möglich ist. Wir werden es dann vielleicht später nochmal versuchen, wenn wir Strickleiter haben und so. Und zumindest mal anzuschauen, was hier jedem hätte. So gesehen könnt ihr das Ding auf jeden Fall aber erstmal streichen aus eurer Möglichkeit für Q1. So, herzlich willkommen bei der letzten Variante vom ersten Coup. Bei der, wo mir immer schlecht wird, weil es absolut das allerletzte ist, diese Ding. Und zwar das Seniorenheim. Die ganze Sache werde ich euch erklären, warum. Während wir das beobachten. Ja, hebt einen Zufallsgenerierten, der immer wieder auftauchen kann, und zwar den sogenannten Karate-Opa. Das ist witzig, weil das kann passieren, dass er auftritt, das muss aber nicht passieren. Das kann passieren, dass er gleich auftaucht, und kann auch passieren, dass er überhaupt nicht auftaucht. Irgendwie ein Karate-Opa könnt ihr euch nicht wehren, da braucht ihr also auch keinen Schläger dabei haben oder sonst was. Das Ding ist einfach gegessen, wenn der auftaucht. Selbst also den Varianten, man versucht auf gut Glück das ganze Haus auszuräumen, was meistens schief läuft. Dann gibt es die Variante, dass man nur die wertvollen Sachen rausholt oder nur die eine wertvolle Sache rausholt und dann gleich wieder abhaut. Dann hat man aber natürlich die Schlossknack-Skills nicht bei, weil man ja nur ein Schloss geknackt hat im Endeffekt oder zwei. Und naja, also das ist so ein... ich mache halt eigentlich ohne das Ding. Weil wie gesagt, wenn ich irgendwann ausräume, gerade zum Anfang räume ich so viel wie möglich hier aus, damit er so viel Skill wie möglich bekommt. Leichenwagen fährt vor. Am Altersheim. Naja, soll auch vorkommen. Ja, und dieser Karate-Opa nervt, weil ich war dann schon dran gewöhnt, oftmals das Ding komplett auszuräumen. Und bei den letzten Malen, wo ich das Spiel gespielt habe, ist es immer so gewesen, dass ich nicht mal geschafft habe, die Socke zu holen. Schlafenszeit, Lichter gehen aus für die Leute. Werden sie eingesperrt. Ja, das ist bestimmt die Resident Evil Mansion hier. Pflegepersonal. Schöne Nachtschicht trifft ein. Alles ist ruhig. Haben sie alle ihr Valium bekommen.
Ja, wie gesagt, wir werden sehen, was wir da rausholen, was möglich wäre und so weiter. Ich glaube, das dürfte der ertragreichste mögliche erste Coup werden. Aber auch nur, wenn er ihr linkt. Und wie gesagt, das mit diesem blöden Zufallsfaktor abhängt von diesem blöden alten Karate-Opi. Da hätte ich lieber Wachen. Ich ganz ehrlich sagen, 1000 ist hier möglich wohl. Ja. Ah, ist erschlossen. Warum nur? Weck doch mal auf die alten, ich will da rein. Na los, gucken wir uns mal um. Ist auch, glaube ich, nur eine Etage hier, im Gegensatz zu dieser Pink-Villa, die wir ja im letzten Video uns mal angetan haben. Wenn man das so antun nennen möchte. Hantel. Naja, da wissen wir, wo der Karate-Opa herkommt, wa? Wächter? Keine Wächter. Wertschrank. Gebrauchtartikel für 14. Gemälde? Ja, würden wir auch mitnehmen, denn. Wir werden versuchen, das ganze Ding auszuräumen. Wenn nicht, werde ich die Artikel alle einzeln rausholen und dann zusammenschneiden. So dass ich euch auf jeden Fall sagen kann zum Schluss, was hier der Ertrag gewesen wäre. Sessel haben nichts drin, Tische wahrscheinlich auch nicht. Ja, ein Holztür hat sowieso nichts drin. Nachtkästchen, die haben da auch mal was drin hier. Tisch nichts. Sessel brauchen wir uns nicht angucken. Kasten beinhaltet nichts. 40, Ich sag mal, in irgend so einem Bett muss ja der Karate-Opa auch schlafen. PC, ist nicht drinne. Wieder ein Wertschrank. Nachtkästchen. Hier ist er drin, der Sparstrumpf. Wenn ihr einfach bloß Geld haben wollt, quasi rein da, Strumpf holen, raus da. Das hat auch oft noch so gemacht, wenn ich Geld brauchte. Also wirklich nur rinnen, das Wichtige holt, was dann durchschnittlich auch dieser Sparstrumpf war. Aha, was war denn gerade? Zurück. Kasten. Wir werden es trotzdem, wie gesagt, erstmal so planen, dass wir das ganze Ding hier ausräumen. Wart. So, die Mäde darf man halt nicht übersehen, ne? Was bei rauskommt bei der ganzen Geschichte, ist dann halt noch fraglich. La 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 la. Holland Street, bitte. Ab ins Hotel. Denn wir planen jetzt. Ja, das Planen ist eigentlich der größte Teil des Spiels und auch der coolste Teil des Spiels eigentlich, weil darum geht's ja. Und das macht irgendwie macht diese Plan ausarbeiten, macht irgendwie, das macht den meisten Spaß hier. Seniorenheim, Fahrer, Justin. Wir wollen einen Plan ausarbeiten. Wir wollen die Senioren überfallen. Wenn natürlich gerade der Opa trainieren tut, dann dürfte er da bei den Hanteln sein. Ja, ja, gut. Hoffentlich kommen wir durch die Tür. Weil wir wissen ja inzwischen, durch Türen kommen. Nee, oder? Könnte echt vergessen. Ist das so eine Buggy-Version, die Disketten-Version, dass man da nirgendwo rein kann? Ja, tut mir leid, aber dann ist das Seniorenheim auch erstmal gestorben. Also wie gesagt, vielleicht hängt es das daran, dass man das noch nicht am Anfang machen sollte. Oder hängt tatsächlich daran, dass wir hier die Diskettenversion 1.0 spielen.
die noch total verbuggt war. Naja, okay. Brechen wir die Geschichte ab. Versuchen es später nochmal. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und haben gesehen, zwei Sachen gehen durch. Durchs Fenster kommen wir nicht, da kommen wir wieder nur mit Strickleiter. Vielleicht machen wir später nochmal mit der Strickleiter durchs Fenster hier, um zu sehen, was hier überhaupt gewesen wäre. Kotzt mich so ein bisschen an jetzt. Vielleicht lade ich doch nochmal die CD-Version runter. Na, wir werden sehen. Bis dato. So, ich habe jetzt die CD-Version gerade drauf. Mit inklusive der Profidisk und so weiter, obwohl ich keine Sprachausgabe erkennen kann. Ich werde mal sehen, ob ich in das Seniorenheim und in das Dings auch auf der Version nicht reinkomme. Weil denn... Ha! Das war wirklich ein Bug von der Diskettenversion. Gucken wir mal bei dem anderen. Vergessen wir den änderten Plan? Plan ausarbeiten? Nein. Erstmal das Gebäude wechseln. AV Schalk schon alles, also Seniorenheim. Plan ausarbeiten. Ich bin so blöd, bin ich. Der gibt's wirklich nicht nochmal, oder? Naja, gut. Ist auch so, weil mich das gerade so ein bisschen auf ärgert, weil ich wollte wirklich die Diskettenversion ohne Pinkwiller. Die Diskettenversion komplett durchspielen. Ohne dieses Add-on. Und nicht die CD-Version hier mit Add-on. Das ist wirklich krass nervig. Ich fasse es nicht. Gut, dann werden wir uns ab jetzt der CD-Version widmen, obwohl ich sagen muss, dass ich nicht festgestellt hätte bis jetzt, dass die irgendwo Sprachausgabe hat. Das steht zwar da in der Readme von Sprachausgabe und so weiter, aber die lässt sich irgendwo nicht aktivieren. Okay, dann werde ich diese Videos hier vom Seniorenheim und so zusammenschneiden und dann gibt es ein richtiges Video zu den Einbrüchen davon, wenn ich das dann gleich hier mal verüben werde. So Leute, wir sehen uns dann in dem Video, wo ich euch die Einbrüche in Wirklichkeit